probiert es einfach mal aus. Sind Sie soweit? Ja. Dann machen wir es jetzt. 3, 2, 1, Licht. Ja. Super. 3400 LEDs. Ich habe es nicht nachgezählt, aber ich glaube, mein Baureferat und meiner Feuerwehr, dass 3400 sind. Wird schon stimmen. Wer Lust hat, kann es ja nur nachzählen. Wer Politikern nichts glaubt, kann es auch nachzählen. Aber es sind 3400. Ja, und mir bleibt jetzt eigentlich nichts mehr, als Ihnen allen, Ihren Familien, Ihren Freunden und allen, die Ihnen lieb sind, besinnliche Vorweihnachtszeit zu wünschen. Viel Spaß am Christkindlmarkt, lassen Sie es gut gehen, schöne Weihnachtsfeiertage und vor allem ein gesundes und friedliches und vor allem ein bisschen ruhigeres Jahr 2025. Alles Gute für Sie und jetzt gebe ich mein Mikrofon an den Bürgermeisterkollegen Kosterlik. Dankeschön fürs Zuhören. Dankeschön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Frau Reiter, sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte, liebe Gäste des Münchner Christkindlmarkts, liebe Andorferinnen und Andorfer, dass wir hier heute am Marienplatz den Weihnachtsmarkt eröffnen dürfen, haben wir meinem Vorgänger Bürgermeister Paul Feich, der leider viel zu früh verstorben ist, im Alter von 54 Jahren zu verdanken. Der Paul hat sich 2007 bei der Stadt München als Christbaumspender beworben. Und siehe da, 16 Jahre später kam eine E-Mail aus München, ob wir im Advent 2024 schon was geplant haben. Wenn nicht, können wir einen Christbaum für den Marienplatz vorbeibringen. Ich heiße Klaus Kosterlik und es freut mich, dass ich im Namen der Gemeinde Andorf und unseres Christbaums ein paar Worte an euch richten darf. Andorf ist mit seinen knapp 1400 Einwohnern und einer Fläche von 220 Quadratkilometern ein flächenmäßig relativ großer Ort im östlichen Pfaffenwinkel. Es mangelt auch nicht an Waldflächen. Jedoch einen Christbaum mit 23 Meter Höhe, frei gewachsen und rundherum mit wunderbaren Ästen und Nadeln, findet man nur selten. Darum machten sich alle auf die Suche nach einem geeigneten Baum. Das Gemeindegebiet wurde akribisch abgesucht. Nichts wurde dem Zufall überlassen. Jeder Winkel wurde durchleuchtet, sowohl in der Natur als auch am Computer. Laut Zeitung war sogar ein Spürhund im Einsatz, welcher aber bald auch keine Lust mehr hatte. Eigentlich hatten sie ihn relativ schnell gefunden. Aber ich war ihnen am Anfang zu klein, zu schief, zu mickrig, einfach nicht schön genug. Darf ich mich vorstellen, ich bin eine Küstentanne. Gepflanzt wurde ich vor 44 Jahren in Bräunitzried. Das ist ein Ortsteil von Andorf, wunderbar gelegen zwischen Starnberger See und Staffelsee, mit freiem Blick auf die Bayerischen Voralpen und dem Wettersteingebirge und dem Karwendel. Trotz der ganzen nicht so netten Bemerkungen kamen sie immer wieder vorbei und begutachteten mich argwöhnisch, mal von links, mal von rechts. Aber als im Juli sogar eine Delegation aus München kam und ich mit Maßbändern, Winkeldreiecken, Laserstrahler und Drohnen vermessen wurde, war mir klar, dass in diesem Jahr eventuell eine große Aufgabe auf mich zukommt. Was soll ich sagen? Am Ende stand die Entscheidung fest, dass ich aufgrund meiner Größe und Schönheit und der Tatsache, dass ich sowieso gefällt werden sollte, der ideale Baum für diese Aufgabe war. War mein Schicksal, dass ich der Christbaum am Marienplatz werde, bereits vorbestimmt, als ich gepflanzt wurde? Wer weiß. Jedoch am 2. November war es dann soweit. Ab 8 Uhr morgens begannen die Baumfällarbeiten. Erst wurde der Stamm akribisch genau zugeschnitten, damit ich dann am Marienplatz auf Kerzen gerade stehe. Dann kam ein Kran und ich wurde auf einen Tieflader verladen. Aber was soll ich sagen, an einen Transport mit meiner Größe war überhaupt nicht zu denken. Also wurden alle Äste mit Schnüren und Spanngurten verzurrt, die Äste krachten und ächzten und manchmal ist auch der eine oder andere abgebrochen. Nachdem man fertig war, fuhren wir ins Dorf, wo alle schon warteten, um mich gebührend mit der Brotzeit und Getränken zu verabschieden. Am 6.11. fuhren wir um 3 Uhr morgens Richtung München. Dann noch schnell mit Schwung durch den Luise-Kisselbach-Tunnel und um 6 Uhr waren wir am Marienplatz. Ein bisschen mulmig war allen, da man nicht wissen konnte, wie groß die Transportschäden sind. Aber als ich um 8 Uhr an meinem Platz stand, waren alle erleichtert.
da ich an meiner Schönheit nur wenig eingebüßt habe. Die ein oder andere Blessur habe ich schon davon getragen, aber im Großen und Ganzen waren alle zufrieden. Für die nächsten 4 Wochen stehe ich jetzt hier am Marienplatz, geschmückt mit über 3000 Lichtern und bin das Wahrzeichen des diesjährigen Weihnachtsmarktes. In meiner Funktion als Grüßbaum erfülle ich viele Aufgaben, die jedoch nicht durch mich bestimmt werden, sondern durch euch. Für den einen bin ich ein Symbol der Hoffnung, für den anderen der Beginn einer wunderbaren Adventszeit und für den nächsten nur ein wunderschöner Baum. Je nachdem, an was du glaubst, siehst du in mir etwas anderes. Manchen Menschen spende ich Trost, manchen Kindern zaubere ich ein Lächeln ins Gesicht und den einem oder anderen spende ich Licht in dunklen Zeiten. Egal was es ist, wenn ich dir durch meinen Anblick für kurze Moment deine Sorgen nehmen kann, habe ich meine Aufgabe bereits erfüllt. Gerade in der Adventszeit, wo die Nächte immer länger werden, gibt es viele Menschen, die einsam sind und nach dem Sinn des Lebens suchen. Ich hoffe, die Gemeinde Antorf kann durch seinen Baum einen kleinen Beitrag für eine wunderschöne Adventszeit leisten und übergebe ihn hiermit an die Landeshauptstadt München. Wir, die Gemeinde Antorf, wünschen euch allen eine wunderschöne Advents- und Weihnachtszeit. Vielen Dank. Jetzt können Sie sich noch vorstellen, wie lange die Gemeinderatssitzungen in Antorf dauern. Und weil wir auch noch geistlichen Beistand haben, dann darf ich jetzt die geistlichen Vertreter nach vorn bitten, die euch alle den Baum, den Christkindlmarkt segnen und darf das Mikro gleich nochmal weitergeben an Sie direkt. Lieber Herr Oberbürgermeister, liebe Münchnerinnen und Münchner, ich bin der Pfarrer von St. Peter, der Kirche, die mittendrin steht hier im Geschehen zwischen Marienplatz und Rindermarkt. Und unser Turm, der alte Peter, der schaut in den nächsten Wochen auf dieses Geschehen herab. Und ich bin sehr froh, dass der Pfarrer von Antorf, der Pater Nikolai, der neben mir steht, die Idee hatte, dass wir in diesem Jahr unseren Christbaum einmal auch segnen. Wir wollen Gott um seinen Segen natürlich nicht nur für diesen Baum bitten, sondern für uns alle, für alle, die aus nah und fern hierher kommen zum Münchner Christkindlmarkt. Und er hat einen Text ausgesucht aus dem Propheten Jesaja. Jesaja, ein Prophet, der vor fast 3000 Jahren gelebt hat und der auch erfüllt war von dieser Sehnsucht nach dem Licht, das kommen soll. Ich glaube, diese Sehnsucht in dieser Zeit vor Weihnachten, die teilen wir mit diesem alten Propheten. Hören wir diese Lesung. Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein helles Licht. Über denen, die im Land der Finsternis wohnen, strahlt ein Licht auf. Du erregst lauten Jubel und schenkst große Freude. Man freut sich in deiner Nähe, wie man sich freut bei der Ernte, wie man jubelt, wenn Beute verteilt wird. Denn wie am Tag von Midian zerbrichst du das drückende Joch, das Tragholz auf unserer Schulter und den Stock des Treibers. Jeder Stiefel, der dröhnend daherstampft, jeder Mantel, der mit Blut befleckt ist, wird verbrannt, wird ein Fraß des Feuers. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Die Herrschaft liegt auf seiner Schulter, man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens. Seine Herrschaft ist groß und der Friede hat kein Ende. Auf dem Thron Davids herrscht er über sein Reich. Er festigt und stürzt es durch Recht und Gerechtigkeit, jetzt und für alle Zeit. Liebe Münchnerinnen, liebe Münchner, an Gottes Segen ist alles gelegen und wer betet, der singt doppelt. Und in diesen Tagen spielt die Musik eine wichtige Rolle. Die Musikkapellen haben uns schon eingestimmt, aber vielleicht können wir auch miteinander einen Vers miteinander singen. Ehre Gott in der Höhe, Friede den Menschen auf Erden. Ehre Gott in der Höhe, Friede den Menschen auf Erden.
Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein helles Licht. Über denen, die im Land der Finsternis wohnen, strahlt ein Licht auf. Ehre Gott in der Höhe, Friede den Menschen auf Erden. Denn ein Kind ward uns geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Ehre Gott in der Höhe, Friede den Menschen auf Erden. So lasset uns beten. Gott, unser Vater, du beschenkst die Menschen und die ganze Schöpfung mit der Geburt deines Sohnes Jesus Christus. Zeichen erinnern uns an dieses große Ereignis der Menschheitsgeschichte, so auch unser Antdorfer Christbaum. So segne ihn, der hier auf dem Marienplatz zur Freude aller erstrahlt. Mit den Hirten führst du uns nach Bethlehem, um das Wunder der Weihnacht zu sehen. Mit Freude erfülltest du damals die Hirten. Diese Freude willst du auch uns heute schenken. Lege uns in den kommenden Adventstagen die Vorfreude auf Weihnachten ins Herz. Berühre uns durch das göttliche Kind in der Krippe, durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus. Der Friede, den die Engel damals verkündet haben, werde allen zuteil, in unserem Leben und auf der ganzen Welt. Jener Friede, der allen verheißen ist, die guten Willens sind. Und so segne der menschenliebende und dreifaltige Gott diesen neuen Christbaum im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Auf eine friedliche Adventszeit. Vielen Dank. Jetzt kann nichts mehr schiefgehen. Vielleicht erlauben Sie mir noch einen kleinen Hinweis. Die Gemeinde Antorf hat uns den Baum gespendet. Und wir haben uns jetzt eigentlich zu Usus gemacht, dass wir dafür der Gemeinde einen Stand geben, wo sie Glühwein ausschenken können. Sie finden den im Rathaus Innenhof und Sie können da natürlich genauso Glühwein kaufen wie überall. Vielleicht wird dann unser Länderfinanzausgleich etwas niedriger an die Gemeinden, wenn Sie da einkaufen. Also auf jeden Fall ist es ein Gegengeschäft und es ist ein gutes Gegengeschäft. Von mir nochmal die Ankündigung, jetzt kommen noch drei Musikstücke und dann wünsche ich Ihnen schöne Weihnachten, machen Sie es gut, alles Gute und ein gutes Jahr 2025. Vielen Dank, dreimal Musik. Danke, dass Sie hier waren. Dankeschön. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.